Hippopotas ist ein Pokémon mit dem Typ Boden und existiert seit der vierten Spielgeneration und kann sich zu Hippoterus weiterentwickeln. Hippopotas ist ein mittelgroßes, flusspferdähnliches Pokémon in verschiedenen Brauntönen, das mit zahlreichen Flecken in verschiedenen Brauntönen bedeckt ist, was an ein Tarnmuster erinnert. Dabei unterscheiden sich weibliche und männliche Exemplare in der Farbgebung. Während Männchen eine hellbraune Schnauze und dunkelbraune Zierflecken aufweisen, ist es bei den Weibchen andersherum. In der Shiny-Form sind die üblicherweise dunkelbraunen Körperstellen grünlich gefärbt, sowohl sein Rumpf als auch seine vier Beine sind plump und dicklich. Das Hauptmerkmal des Pokémon stellt seine sehr große und auffällige Schnauze dar, die es im Kampf mit Attacken wie Knirscher oder Verzehrer zunutze macht. Es kann zudem viele Bodenattacken nutzen. Beispielsweise kann es mit Sandwirbel seine Gegner mit Sand abwerfen und deren Sicht verschlechtern, sich mit Schaufler durch das Erdreich graben, selbiges mit Erdbeben oder seine Gegner mit Sandgrab unter einer Schicht Sand begraben. Seine Fähigkeiten Sandsturm und Sandgewalt weiterhin sind eng mit dem Sandsturmwetter verbunden. Und dass Hippopotas Zugriff auf die Attacken Gena, Horta, Schlafrede und Tagedipad spielt da hingegen auf seine Trägheit hin. Hippopotas lebt überwiegend in Gruppen von etwa 10 Exemplaren in trockenen, wüstenartigen oder felsigen Gebieten. Die kalten Wüstennächte verbringt es im tiefen, warmen Wüstensand. Tagsüber, wenn es aktiv wird, bewegt es sich mit Schwimmbewegungen und unerwartet hoher Geschwindigkeit durch den Sand, mit dem es sich bedeckt hält, um sich vor Bakterien und Feuchtigkeit zu schützen. Wenn es mit seinem geöffneten Maul durch den Sand taucht, verschluckt Hippopotas nicht nur Beute, sondern auch jede Menge Sand, den es durch seine Nasenlöcher und die Öffnung an seinem Rücken wieder ausstößt, und auch zur Wärmeregulierung sondert sein Körper Sand ab wie Schweiß. Dabei ist Hippopotas der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich auf Level 34 zu Hippoterus. Bei der Entwicklung wird Hippopotas um einiges größer und auch erheblich schwerer. Es bilden sich mehr große und auch kleine Poren auf seinem Körper, aus denen Sand austreten kann. Zudem ist die große Nase nicht mehr so auffällig und man kann zwei längliche Eckzähne am Unterkiefer erkennen, wodurch es noch mehr einem Flusspferd ähnelt. Und dabei ist Hippopotas immun gegen Elektroattacken, nimmt halben Schaden gegen Gift- und Gesteinattacken, doppelten Schaden gegen Wasser-, Pflanzen- und Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.